Ja, hallo, hier ist Martin von der Fotoakademie.eu und in diesem Videotutorial wollte ich nochmal auf die Kanalmixer-Ebenen eingehen und wie ich diese kreativ für Schwarz-Weiß nutzen kann. Grundlegend machen wir dasselbe wie schon im Teil 5 gezeigt, drei verschiedene Ebenen, die die einzelnen Kanäle hervorbringen, aber dieses Mal kreativ. Ihr seht hier, ich habe das schon vorbereitet, hier sind Masken aufgemalt, damit dieses Video nicht so lange wird, aber ich gehe auf eine Ebene ein und zeige euch mal ganz schnell, wie ich mir diese Einmaltechnik erstelle. Aber zunächst nochmal auf die Kanäle, die dazu notwendig sind, mit der Erklärung, warum ich dieses so benutze. Und zwar gehen wir durch die Kanäle durch und schauen uns Bereiche an, die in den einzelnen Kanälen interessant aussehen. Und diese malen wir uns prinzipiell dann mit einer Maske zurück. Wenn wir zum Beispiel mal auf den Himmel schauen, der ist im Rotkanal deutlich besser, auch wenn wir unten mal diesen Bereich uns anschauen im Wasser. Die Steine, die halt hier im Wasser liegen, diese Rotbereiche, die verschwinden im Blau und kommen im Grün leicht hervor. Im Rot sind sie aber eindeutig besser zu sehen. Das sind halt solche Bereiche, die wir uns schön und einfach reinmalen können. Zudem habe ich hier noch eine Vibrance-Ebene, die sehr, sehr hilfreich ist, auch für Schwarz-Weiß. Klar, sie pusht jetzt natürlich im Farbbild die Farben. Wenn wir aber mal in die Kanäle schauen, zum Beispiel jetzt hier in diesen Rotkanal, dann sehen wir halt, wie auch der angegriffen wird. Das kann ich euch auch nochmal schön an einem anderen Bild zeigen. Wenn wir hier jetzt mal in den Rotkanal reingehen und das aktivieren, ist halt sehr, sehr extrem, wie eine Vibrance-Ebene auch schwarz-weiß angreift, weil sie halt Farben verändert. Besonders hier in Bereiche, wo wir im Gebirge oder auch an der See sind, wo wir halt Dunst haben. Da kann das eine sehr große Hilfe sein, das Ganze nochmal hervorzubringen. Aber grundlegend beeinflussen wir die Farbkanäle so, dass eben das Schwarz-Weiß kontrastreicher aussieht dabei. Jetzt aber zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen uns die einzelnen Kanäle in die Bereiche einmalen, wo wir sie haben wollen. Das zeige ich euch jetzt mal an einem Beispiel, indem ich mir nochmal einen Kanalmixer hervorhole und diesen eben entsprechend dann mit einer Maske ausmale. Und wenn ich sage ausmale, dann meine ich auch wirklich ausmalen erstmal. Wir nehmen uns einen Pinsel, Vordergrundfarbe schwarz. Und malen jetzt die Bereiche, die wir beeinflussen wollen, mit diesem Schwarz aus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wird dieses Ganze bunt, das ist eben, weil ich momentan noch mit schwarzer Vordergrundfarbe in diese Maske einmale. Und dabei sehe ich halt ganz genau, was ich wirklich erreichen will, welche Bereiche ich beeinflussen will, und ich kann so relativ sauber und schnell diese Bereiche, die mir gefallen in den einzelnen Kanalsebenen, schön ausmalen. Ich mache das jetzt halt schnell für dieses Video. Ihr könnt das halt noch ein bisschen sauberer machen. Und so sehe ich direkt, ja, ich habe so ziemlich alles erwischt, was ich erwischen will. Ich wollte hier noch diesen Bereich haben, wo halt dieses Rot zu sehen ist, überall da, wo diese roten Steine sind. Man kann auch zwischendurch mal die Ebene ausschalten. Wo war das nochmal? Und kann so sich diese roten Steine zurückmalen und hat dann einen guten Einfluss darauf, was man eigentlich erreichen möchte. Und wenn man halt ein bisschen übermalt mit der Taste X, schnell auf weiße Vordergrundfarbe geschaltet und kann so jetzt hier dieses sichtbare Blau zum Beispiel nochmal wegmalen, dass man halt relativ
sauber ist in der Maske und nicht allzu sehr sich andere Bereiche reinmalt, die man dann wirklich benutzen möchte von den anderen Kanälen, die halt interessanter ausschauen in den anderen Kanälen. Ja, und was mache ich jetzt im Prinzip, damit diese ganze bunten Felder verschwinden? Ich muss diese Maske halt einfach invertieren, Control Command I, invertiere das Ganze und habe so jetzt das aktiviert in diesem Rotkanal, was ich wirklich haben möchte. Wie gesagt, ich habe das schon vorbereitet, damit ich das mal zeigen kann. Ich aktiviere jetzt mal diesen Rotbereich, den grünen Bereich und den Blaubereich. Das sind halt die einzelnen Kanäle, die ich mal eingemalt habe. Ich habe hier halt auch mit anderer Deckkraft gearbeitet, um mir gewisse Sachen zu erstellen, andere Kontraste zu erstellen. Wenn ich mal zum Beispiel die blaue Maske mir wegnehme, dann seht ihr, welcher Bereich sich hier auf einmal hervorbringt. Selbiges gilt für die grüne Maske. Ich habe hier halt eine Überlagerung aus Blau und Grün gemacht in diesen Baumbereichen, um die Kontraste noch ein bisschen aufzusteilen. Wenn wir nochmal zurückgehen in dieses Bild, dann sehen wir halt einen mittelmäßigen Kontrast im Grünbereich, aber trotzdem das komplette Grün übernommen. Habe aber auch Teile vom Blaukanal hier mir reingemalt in diesen Bereichen, um auch eine kleine Vignette zu erstellen, um das Auge zu lenken, zu führen, dass halt wirklich das Auge in die Mitte geführt wird vom Bild, da wo es interessant wird, und habe eben im Grünbereich gewisse Bereiche weggenommen, um eine Mischung zu machen aus Blau und Grün, damit ich halt die Kontraste so bekomme, wie ich sie halt haben wollte. Und der springende Punkt dann ist, wenn man fertig ist mit seinem Maskieren, dann sieht man, dass man in allen drei Ebenen Überlagerungen gemalt hat, wo nicht eine dieser Ebenen wirklich vollständig drin ist, und dadurch entstehen halt solche Farbmuster im Bild, wo man halt übermalt hat in allen dreien. Dadurch kommt halt die unterste Ebene Farbe wieder durch. Um das Ganze auszuschließen und nicht stundenlang hin und her zu maskieren und zu suchen, wo ist was, nimmt man einfach eine ganz normale Schwarz-Weiß-Ebene, ganz einfacher Standard aus Photoshop, und aktiviert diese, und alle diese Bereiche verschwinden dann. Es muss die oberste Ebene sein, sie darf nicht mit den anderen Ebenen zusammen sein. So werden halt nur diese Bereiche weggenommen, die wirklich halt noch farbig bleiben. Und der Rest wird dann wirklich so aktiviert, das seht ihr ja auch, wie ihr das haben wollt, wie die Kontraste gebaut sind. Und wenn wir jetzt mal diesen Unterschied machen, Standard Photoshop Schwarz-Weiß-Ebene zu dem, was wir gemalt haben, dann seht ihr halt, wie sich das alles verändert und wie dieses Bild eine Struktur bekommt, geformt wird. Und das ist halt dieses kreative Kanalmixer. Einzelne Farbkanäle einmalen mit Masken, um das Auge so zu führen, wie ich das haben möchte, um die Kontraste ins Bild zu bringen, wie ich sie haben möchte. Ganz angepasst auf jedes einzelne Bild. Ja, und das war's von mir mit diesem Video. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.